Aber wir sind recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar gucken wir heute in die Demo rein von Pacific Drive. Und da werden wir gar nicht lange schnacken, sondern direkt in the game starten. Okay. Also wurden da wieder irgendwelche Sachen gemacht. Ich finde das ja toll. Und jetzt, warum sind wir denn jetzt hier? Also, die Olympische Halbinsel 1998. Okay, also wir sind ein paar Jahrzehnte später da. Südlich der Schutzmauer. Okay. Und fahren jetzt hier auf der Insel anscheinend rum. Warum auch immer. Aber okay, cool. Machen wir mal einen kleinen Roadtrip. To a little bit airier. Aber was ist unsere To-Do? Also haben wir einen Job? Ist unser Job, dass wir, weiß ich nicht, erforschen, was hier passiert ist? Für komische Sachen? Wir gucken erstmal. Scheibenwischer ein und aus. Yes. Wir haben ja einen kleinen Van, mit dem wir jetzt hier unterwegs sind und gucken uns jetzt hier so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, die Gegend an, ne? Also, sieht ja erstmal gar nicht so verkehrt aus. Außer, dass es jetzt ein bisschen regnet. Ist ja alles soweit in Ordnung. Bis jetzt. Aber warum sind wir hier auf dieser Insel? Also, erforschen wir, was passiert ist? Oder wollen wir einfach nur gucken, hat sich das eventuell, was auch immer hier passiert sein möge, weiter ausgebreitet? Das sind ja irgendwelche Anomalien passiert. Weil nicht umsonst wurde ja die Insel evakuiert, aber okay. Wir gehen jetzt trotzdem hier gucken, what is happening here. Oh Gott, ich kurve. Okay. Oh, jetzt kommen wir hier durch den Tunnel. Scheinwerfer. Jawoll! Erstmal schön ein bisschen Licht anmachen. Hier können wir aber jetzt aber die Scheibenwischer mal ausmachen. Weil im Tunnel, wozu brauchen wir im Tunnel Scheibenwischer? That is not, was wir brauchen. Boah, jetzt bergab. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Und unser Radio. Was passiert mit unserem Radio? Okay, jetzt sind wir vor dieser Zone. Okay, wir fahren jetzt weiter weg. Warum fahren wir jetzt hier? Warum sind wir von der Straße ab? Also egal, wir fahren einfach weiter. Hier sind ja auch andere Autos lang gefahren. Das heißt, hier dürfte es ja hoffentlich nicht komisch werden. Was sind das für rote Sachen? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber wir werden einfach weiterfahren. Weil. Gott, hier. Was sind denn das für Sachen? Also hier links und rechts, ne? Hier diese roten Dinger. Also ich wäre ja schon. Oh Gott. Ich wäre ja schon umgedreht, aber gut. Es wird auch immer rötlicher. Unser Auto ist ausgegangen. Hallo, Auto?
Nein, 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 lass mich doch aussteigen, 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 ich... Okay, ich komme nicht raus. Wir sind wegteleportiert worden. Und wir wissen noch nicht wohin. Und jetzt sind wir ganz woanders? Oh no. Oh no, 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 no. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind in der Zone? Bring dich in Sicherheit. Ja, aber wie? Sprinten. Okay, hier. Unser Auto ist komplett auseinandergenommen worden. Warum denn? Und wo ist hier... Wo kann ich mich denn hier in Sicherheit bringen? Ich brauche ein Auto. Finde eine Transportmöglichkeit. Okay, 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 okay. Wir... Ich brauche ein Auto. Ich brauche irgendwas. Okay, hier nach oben geht's nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang. Gucken, okay. Also wir kriegen jetzt hier so ein kleines Mini-Tutorial mitgegeben. Springen, Y. Oh Gott, Y ist springen. Warum ist denn Y springen? Warum nicht A? Okay. Sackgasse. Nee. Fußtritt. Ach, Fußtritt ist A. Deswegen. Hello. Someone out there? Hello. Huh. Wer redet denn jetzt mit mir? The radar's acting up again. You were supposed to tune up this piece of junk years ago. RB, ich... Warum kann ich denn... Ich will das... Nimm das doch auf! Ah, okay. Gedrückt halten. Und RT. Okay, wir steigen ein. Einschalten. Okay, let's drive it. Yes, it's back. It's back. Was ist das für ein Signal? Wer bist du denn, Tobias? Und warum höre ich dich? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Sector E, okay. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Ja, also ich bin hier, aber wie kann ich mit euch kommunizieren? Ich höre euch nur. Ich würde aber gerne antworten. Hey, we got a live one. Hey, do you copy? Ja. Ja. Hello? Ich höre dich. Is this thing working? Ja, 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 ja. They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're okay, wir haben keinen Transmitter, deswegen können wir nicht antworten. They're from outside? They're a breacher? Hey, hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there, however you can, and be quick about it. Ja, also ich würde ja gerne da hinkommen, aber ich weiß ja nicht wie. Also ich muss erstmal Benzin abzapfen anscheinend. Okay, also wir zapfen jetzt Benzin ab, weil unser Auto ist out of gasoline. Also out of Benzin. So, das heißt, wir tanken jetzt hier voll. Befülle den Benzintank. Das mache ich. Fahre nach Osten, um eine Schutzhütte zu finden. Kann ich noch mehr Benzin abzapfen? Geht das? Ich kann noch mehr Benzin abzapfen. Ach du Scheiße, ich glaube, ich sollte hier ganz schnell wieder verschwinden. Oh Gott, uns geht's nicht so gut. Starte doch! Was passiert hier? Ich glaube, dieses gelbe Zeus. There it is again, that blip on the spectrometer. I've seen that waveform before, but where? Oh Gott, wir sind raus. Oh, sehr gut. A remnant? That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. Was? Ich bin relegiert. Is how fast this creature seems to be moving. Huh. Ja, ich verpiss mich jetzt natürlich. Was ist denn mit dir los? No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy Christ. No one's had working wheels in here for ages.
Ja, wir haben jetzt einfach irgendeine Karre genommen, die da war. Okay, wir fahren jetzt einfach der, also wir folgen jetzt dem Weg, weil was anderes können wir ja gar nicht machen. Also warum auch? So, sind wir jetzt hier in der Safety Zone? Also es gibt wahrscheinlich keine Safety Zone hier. Aber irgendwie muss es ja was geben. Okay. Ich habe einen Reifen verloren. Oppis Werkstatt. Okay, ist das hier meine Werkstatt? Wir parken mal. Finde einen Weg ins Gebäude. In welches? In dieses? Oh, was ist das denn hier? Ein glühender Dingensmoment. Also ich gehe mal von aus, wir müssen in dieses Gebäude hier rein. Ist halt jetzt nur die Frage, wie. Oh, guck mal, hier ist die Tür offen. Oh, schön. Nehmen wir doch einfach diese Tür hier. Kannst du die Tür wieder zumachen? Oh ja. Draußen ist aber ganz schön windig. Was ist das? Lege den Sicherungsschalter um. Cool, ist der hier. Nimm den Rucksack auf der Werkbank. Ja, ich bin nicht eingebrochen. Warum? Ja, Attention, this message is for Dr. Ophelia Turner. We sent a breach into your garage on official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car and will, Yeah, on the remnant thing, she's not gonna care. Right, like I said, super official zone business. Protocol, demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. And ich will keine Gedichte hören. Hör auf, Alter. Ich bin ja nicht freiwillig, ihr Freunde. Also jetzt dürfen wir doch in deine Garage rein, ja, oder was? Ist ja nett von dir, dass wir uns hier in Sicherheit bringen dürfen. Okay. Okay. Also, wir sind in einem Gebiet, nicht freiwillig hier, und dürfen jetzt doch die Garage der netten Dame Opis nutzen. So, und wir haben jetzt ein Tutorial, wo ich jetzt hier das Headset starten kann, darf, soll, I don't know. So, für deine To-Do-Liste, primitive Tür. Okay, für deine To-Do-Liste, primitive Tür. Wie kann ich jetzt die primitive Tür hier machen? Ah, Baupläne. Primitive Tür, da muss ich hin. Okay. Hole die Gegenstände auf deiner Checkliste aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. Okay, das ist hier. Ich suche den Kofferraum. RB. Ich suche die Werkzeugkiste drinnen neben dem Werkstatttor nach einem Brecheisen. Okay, haben wir.
Brecheisen. Haben wir. Ausrüsten. Nee. Ausrüsten. So, durchsuche den Kofferraum des bricht den Kofferraum des verlassenen Autos auf. Na dann. Ich nehme alles mit. Also warum sollte ich nicht alles mitnehmen? Durchsuche den Müllcontainer draußen neben dem Werkstatttor nach wichtigen Gegenständen, die du nicht herstellen kannst. Der Schrotter. Ach, jetzt kann ich an diesen... Okay. Was ist denn jetzt ein Verschrotter? Okay, die Frage hat sich jetzt beantwortet. Das ist der Verschrotter. Und ich kann hier irgendwelche Sachen mitnehmen. Verschrotte die Räder, Platten und Türen des verlassenen Autos. Mit dem Ding hier? So? LOL. Okay, ich kann jetzt hier alles auseinanderklabüstern, oder was? Loot! Wir können looten! Wir können hier... Tja, das ist ja geil. Okay, okay, okay. Das gefällt mir ja schon mal mega gut, muss ich sagen. Weil du kannst halt hier natürlich die ganzen Ressourcen wegfarmen. Nachteil ist anscheinend bei dem Verschrotter, der hat eine Haltbarkeit. So wie es aussieht. Und den muss ich dann halt entweder reparieren oder gegebenenfalls neu craften. In der Hoffnung, ich kann das Ding neu craften. Alter, ich kann die ganze Karre kann ich auseinanderklabüstern. Das ist ja mal mega. Jawoll. Das heißt, das hier vorne kann ich... Ja, das kann ich auch noch mitnehmen. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ja, nice. Okay, cool. Jetzt haben wir die Sachen. Was ist jetzt? Stelle in der Werkstatt eine primitive Tür her. Okay. Na dann. Werkbank. Oh Gott, ich kann hier so viel herstellen. Was soll ich machen? Ich soll eine primitive Tür herstellen. Haben wir gemacht. Montiere die primitive Tür. Ah, okay. Wir montieren die primitive Tür. Sehr gut. Hole dem Reparaturkit aus dem Spind. Reparaturkit. Was ist jetzt hier das Reparatur? Bist du Reparaturkit? Ja. So, das heißt, dich will ich haben. Benutze die um das Auto zu reparieren. Okay, da ist alles gut. Die Tür müssen wir reparieren. Wenn das mal so einfach immer gehen würde. Oh Gott, das muss ich auch reparieren, auf jeden Fall. Die primitive Platte. Die Stahlplatte sollte ich vielleicht auch machen. Na, nimmst du das jetzt? So, Stahlplatte haben wir durch. Das haben wir durch. Okay, wir haben Progress auf 96%. Das heißt, wir machen die Tür vorsichtshalber auch nochmal. Und dann dürften wir auf 100 kommen, oder? Nein, kommen wir nicht. Warum nicht? Was fehlt uns? Hier fehlt uns, die ist okay, die ist auch okay, die ist auch okay. Die Stoßstangen könnten wir noch machen. Okay. Auto ist quasi repariert. Scanne den Platten. Mit LB. Repariere den Platten, indem du ein Abdichtkit herstellst und benutzt. Oder ersetze den Platten mit dem Ersatzreifen aus dem Spind. Dann würde ich sagen, ersetzt mal den Reifen doch mit dem Ersatzreifen aus dem Spind, oder? Wie kann ich das jetzt abbauen? Also, how? Muss ich das jetzt... Wie? Wie mache ich das? Warte mal, ich kann erstmal den hier wegpacken. Ah, den kann ich jetzt demontieren. Jetzt schmeißen wir den weg. Holen uns den wieder. In die Hand. Und montieren den. Nice. Scanne das lockere Rad. Rüste ein Mechaniker-Kit aus. Okay, wir scannen jetzt erstmal das Ding hier.
Und suchen uns jetzt ein Mechaniker-Kit. Haben wir eventuell eins schon im Inventar? Du bist Benzinkanister, du bist Reparatur-Kit. Mechaniker-Kit. Ausrüsten. Und... RT. Das war's? Nee. LOL. Als ob man so Autos repariert. Aber cool. Cool, 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 cool. Baue Pappkartons im Kofferraum auf. Okay. Hier haben wir die Pappkartons. Die nehmen wir mit. Und die bauen wir jetzt in dem Kofferraum ein. Nice. Baue eine Werkmatte in den Kofferraum ein. Okay, du bist eine Werkmatte, würde ich sagen. Und dich bauen wir jetzt hier in den Kofferraum ein. Das heißt, ich kann dann hier auch unterwegs Sachen herstellen? There's a little prototype of mine in the garage. The Arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Arc device, okay. Wo ist das Arc device? Da. Da ist das Arc device. Das nehmen wir jetzt mit. Und sollen es jetzt im Auto irgendwo hinbauen? Okay, auf dem Nebensitz. Nicht schlecht. Cool. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, yeah. You should consider it the Father, Son and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. Okay. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Ja, ich hoffe doch. Also, was ist denn, warum nicht? Hol dir die erste Hilfesets aus dem Spind. Okay, dann holen wir uns jetzt die erste Hilfe-Dingensbummens aus dem Spind. Das können wir eigentlich auch, glaube ich, mitnehmen, ne? So, lege Gegenstände für die Fahrt in den Kofferraum. Verschrotter, Fackel, erste Hilfeset. 4? Benzinkanister. Da muss ich ja doch noch das letzte mitnehmen. Okay. Also, die Sachen soll ich jetzt hier reinpacken. Also, erstmal Erste-Hilfe-Kit. Fackel. Und Benzinkanister. Muss ich den nicht einfach hier wieder einbasteln? Geht das nicht? Doch, so, okay. Nimm dir den Zahnradbauplan neben dem vorderen Werkstatttor. Okay. Ah, ich krieg Baupläne. Was habe ich jetzt gelernt? Zahnrad. Und was auch immer das war. Impulshammer. Nutze die Pumpe, um deinen Benzintank zu füllen. Okay, nehmen wir jetzt hier die Pumpe. Und tanken erstmal unser Auto voll. Sehr gut. Ein voller Tank ist immer gut. Könnte ich jetzt eigentlich auch quasi meinen Benzinkanister füllen? Würde das gehen? Wie droppe ich die Sachen? LT. Scheiße, der ist ja voll. Na gut, dann brauche ich den ja gar nicht. Dann kann ich den ja erstmal hier wieder zurückpacken. Den gutsten. So, legen Sie den Schalter um auf die Batterie zu laden. Lol, das ist mein Batterieladegerät. If you're all set, take a look at the projector against the wall. Was für ein Projector? Das Ding? This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. Okay. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. Alter. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. Mm-hmm. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area.
So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Okay, also wir müssen Materialien finden. Das heißt, wir müssen hier hin. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Okay, und wir machen jetzt einen Roadtrip. Nice. Na dann, auf geht's, würde ich sagen. Alter, was sind denn das hier für Anzeigen? Warum ist denn jetzt hier, warum ist mein rechtes Rad so im Arsch? Okay, also wir sollen raus und uns links halten. Gut, na dann. Fahren wir einfach mal raus und halten uns links. Okay, cool. Machen wir einen kleinen Roadtrip und suchen jetzt Teile? Fahre auf die Straße. Okay, ja, gut. Also wir suchen jetzt Teile für irgendwas. Und fahren jetzt quasi eine Strecke lang? Oder auch nicht? Ich dachte, wir fahren selber. Warum fahren wir denn nicht selber? Okay. Ich habe hier Radiosender, Wohngebiet, Feucht, äußerer Ring. Warum wird es jetzt hier rot? I'll keep this simple. You don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Ja, also okay, wir suchen jetzt Plasma. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Was? Normal? Warte mal. Ich kann jetzt hier mir Sachen anzeigen lassen wegen Plasma? Legende. Wegmarke, Portal, Zielbereich, Gebäude, Tankstellen, Radiosender, Bauwerke, Hütte. Okay. Ja gut. Dann würde ich jetzt sagen, Motor aus. Gang raus. Ist das jetzt, also, das ist doch jetzt das Plasma-Zeug, oder nicht? Also würde ich jetzt sagen. Okay, was auch immer hier in der Ecke ist, I don't know. I don't like. Finden Sie und scannen Sie einen Plasma-Generator. Okay, warte mal, das müsste doch ein Plasma-Generator sein, oder? Kann ich den jetzt scannen? Ah, looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Okay, wir brauchen jetzt einen Hammer. Impulshammer. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in die Baupläne gehen und Impulshammer durchsuchen. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outposts, ja, ja gut. Facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Ja. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content, just loot away. Ja, darf ich jetzt auch? Danke. Okay, die suche Gebäude und verschrottete Autos, um die Herstellungsmaterialien auf deiner Liste zu finden. Ah, okay. Ja, also wir nehmen mal vorsichtshalber mal den Versch... Look at you! Out in the zone, all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd, talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Okay, darf ich jetzt auch? Also, weil die labern mir echt zu viel gerade so ein bisschen. Ich meine, klar, sie wollen mir ein paar Sachen mitnehmen und so. Aber meine Fresse, sind die am Labern. Dabei will ich einfach nur hier looten. Looten und sammeln. Sammeln und looten. Okay, also wir brauchen... Okay, okay, wir haben zwei Zahnräder. Wir brauchen noch eine Flasche. Hallo? Haben wir auch sowas wie eine Taschenlampe? Gibt's sowas? Was haben wir hier?
Baue ein. Okay, ich habe jetzt alle. Habe ich alle Teile? Ich habe alle Teile. Ich könnte jetzt einen Impulshammer bauen. Aber wir looten jetzt erstmal weiter. Weil wir können jetzt gleich mal den Impulshammer gleich testen. Nein, ich. So. Okay, okay. Dann bauen wir jetzt erstmal den Impulshammer. So, weil das ist ja unsere eigentliche To-Do. Kann ich den hier eigentlich auch kaputt? Nee, kann ich nicht. Machen. So, das heißt, hier gehen wir jetzt hin und sagen Impulshammer. Den habe ich. Okay, cool. So, und jetzt zerstöre Plasma. Ich muss 5 Plasma suchen. Geil! Erstmal wieder looten. Looten! Okay, wir haben ein Plasma haben wir jetzt gefunden. Ist sehr nice. Hey, Driver. I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Okay, also die beiden haben sich auf jeden Fall sehr lieb, muss ich mal sagen. Okay, also wir müssen vorsichtig sein mit gewissen Relikten. Weil die uns irgendwie kopftechnisch kaputt machen. Ist das jetzt richtig verstanden? Von diesen Tobias? Also wir suchen, also wir looten jetzt erstmal. Ne? Weil wir brauchen ja auf jeden Fall mehr Stuff. Stuff ist immer wichtig. So, wir haben auch Nahrung. Oh Gott, haben wir, geht unsere Nahrung flöten? Muss ich auch hier mit so Schlaf und so? Muss ich damit auch umgehen können? Was ist das denn? Noch ein Rucksack. Hallo? Okay, sehr gut. Okay, okay, okay. Also wir looten jetzt, wie gesagt, erstmal hier den ganzen Stuff weg. Weil Loot ist, also brauchen wir halt, ne? Also Loot ist immer gut. Sehr geil. Weil das ist unser Inventar voll. Aber ist ja nicht das Problem. Wir haben ja zum Glück im Kofferraum Möglichkeiten, die Sachen einzulagern. Okay, empfohlen, sammle Materialien ein und stelle Ersatzteile her. Ja, das haben wir ja gemacht zum Glück. Was wir jetzt nochmal machen werden, ist, wir werden uns jetzt nochmal entlooten. Wir werden jetzt hier ganz viel Stuff zurücklegen, den wir nicht brauchen, hoffentlich. Also ich hoffe, dass wir den nicht brauchen. So, damit dürften wir jetzt hier alles soweit durchhaben. So, dann können wir hier mal gucken, was ist denn unsere nächste Gegend. Hier gehen wir nur raus. Dann haben wir unseren nächsten Point. Point of Interest. Was ist denn das Ding hier? Na gut.
So, weil wir brauchen ja noch mehr Plasma. Wir werden so viel Plasma mitnehmen, wie wir können. Leben sieht da noch gut aus. Batterie auch noch. Was ist das für ein Viech? Was fliegt da oben rum? Okay, wir fahren einfach dran vorbei. Okay, da sind die nächsten Gebäude, aber wir müssen wahrscheinlich zu den Antennen erstmal, weil hier vorne wird ja noch Plasma sein. Das ist nur die Frage, wie nah sollten wir hier ranfahren? Anomalie? Nein, okay. Okay, wir haben den jetzt auseinandergenommen. Ah, haben wir jetzt immer noch? Ne, wir haben immer noch keine Anomalie. Okay, cool. Okay, der Dings hat aber dafür für uns hier Sachen kaputt gemacht, was ich natürlich sehr nice finde. Weil dann brauche ich den Zerschredderer da nicht anstoßen. Sondern kann einfach die Materialien hier einsammeln. Das finde ich natürlich cool. So, jetzt kann ich das Ding hier zum Beispiel nochmal kaputt machen. Sehr nice. Oh, unserem Auto geht's aber nicht so gut. Oh, ich hätte vielleicht doch nicht so nah ranfahren sollen. So, wir haben 2 von 5. Und unserem Auto ist... Weiß ich jetzt nicht, wie gut das Auto ist. Deswegen steigen wir jetzt mal hier aus. Okay, hier haben wir nochmal 2 solche Plasma-Dinger. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Und nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Okay. Sehr gut. Hier kann ich nichts machen, ne? Kein Scans hier. Okay. Was ist das für eine Barriere hier? Okay, egal. Wir ignorieren sie. So, wir haben 4 von 5. Das heißt, wir brauchen nicht mehr allzu viel. Noch mit. Well, it looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Okay, wir sollen jetzt zu einer Antenna Power gehen, up on the hill? Okay. Gucken wir erstmal ganz kurz, wo du das... Wo soll denn jetzt hier die Antenna Power sein? Ach, hier! Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Also müssen wir jetzt erstmal... Wir folgen erstmal der Straße. Weil auf der Straße, habe ich das Gefühl, sind wir zumindest so ein bisschen safe. Oder safe fair, sagen wir es mal so. So... Ey, wir haben hier so viele... Ey, wirklich, mir tut's in der Seele weh, dass ich den Loot hier liegen lasse, ne? Also normalerweise hätte ich jetzt hier alles Step-by-Step weggelootet. Aber damit... Achso, falsche Richtung. Falsche Richtung, ja, ich sehe es. I see on the Karte. Sehe ich, dass wir doch anders fahren müssen. Wer seid ihr denn? Kann ich euch einfach überfahren? Ich habe mein Fahrzeug beschädigt. Okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber gut, wir fahren jetzt erstmal weiter nach oben. Ich habe mein Fahrzeug nochmal beschädigt. Okay, gegen diese Puppen sollte ich vielleicht nicht fahren. Naja, vielleicht eine Idee. Na gut, wissen wir, haben wir mal ausprobiert. Es lief nicht so gut. So, hier oben sieht es verhältnismäßig okay aus. I don't know. That radio station's up on a hill somewhere. Ja, wir sind hier. Wir sind auf dem Weg, oder nicht?
Also ich würde sagen, ja. Warte kurz. Nee. Ich habe den Schelmwischer angemacht. Den wollte ich gar nicht anmachen. Nein, warte. Baupläne. Wo haben wir denn Starthilfe? Wo ist denn die Antenne? Die haben wir noch gar nicht. Die haben wir noch gar nicht. Aber die ist doch das Ding hier oben, oder nicht? Da haben wir die Teile der Stationsantenne, Rundfunksender. Okay. Wie komme ich jetzt hier rein? Hello? Hier drüber? Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Okay, also wir müssen jetzt Anomalien finden. Und diese müssen wir jetzt sammeln. Okay. Verwende die Arc, um die Ankerplätze zu finden und anzufahren. Okay, also wir versuchen jetzt mal hier die Ankerplätze Step by Step anzufahren. Uhuhu, wenn unser Auto mitmacht. Wir fahren jetzt erstmal hier weiter. Auf der Straße. Und versuchen jetzt wirklich den Point erstmal zu nehmen, den wir markiert haben. Ein kleiner Test. Wie ein kleiner Test. Was ein kleiner Test? Nein, nichts kleiner Test. Hör auf mit kleinen Test. Gefahr. Wieso steht denn jetzt hier überall Gefahr? Ich hab ein bisschen Angst. Also da oben soll ich hin? Als ob mein Auto da oben hinkommt. Schaffe ich das bergauf? Bist du ein guter Offroader? Ja, ja. Ja. Haben wir. Okay, ich lasse das Auto mal an. Those anchors may look like glowing balls of magic, but it's Limtech through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face. Charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage, but it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that follows. Hey! Hey, 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 hey! Was für ein Arschloch! Wieso hat der mich denn jetzt hier einfach runtergezogen? Dumme Sau. Ich muss wieder... Wo muss ich denn jetzt hin? Boah, ich fahre die falsche Richtung lang. Ich war völlig falsch. Ich muss nach links. Okay, muss ich jetzt noch mehr von den Dingern finden? Oder reicht die Intensität jetzt aus, damit ich wieder zurückkomme? Also wir können ja noch versuchen... Okay, auf dem Weg dahin sind ja noch ein paar Anomalien. Warum hat der mich denn jetzt einfach da runtergezogen? Was ist denn mit ihm nicht? Was stimmt denn mit ihm nicht?
So, wähle die Portalkoordination auf der Karte. Wähle? Portalkoordination. Ich nehme jetzt mal das Ding hier. Ist das Portalkoordination? Wie sehen die denn aus? Und ich habe nicht mehr so viel Leben. Also wir fahren mal weiter. Gar kein Problem für das Auto, gar kein Problem. Wir machen hier ein bisschen Offroad. So. Genau. Wir müssen jetzt hier nicht links hoch, sondern wir folgen der Straße auf irgendeine Art und Weise. Also hier so lang. Geht das? Unserem Auto geht es auch nicht mehr so gut. Also uns auch nicht mit 76. Ich meine, immer noch besser als... Ne, aber... I don't know. So, warte. Da sind die jetzt. Okay, wait, lass mich. Hier. Portal. Ich möchte dahin. You see that glowing pillar in the sky? Drive into it. Yes, it looks like hard death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Kleines Arschloch. Oh, unserem Auto geht's gar nicht mehr so gut. So, wir sollen jetzt dahin? Ja, wir sollen jetzt dahin. Okay, cool, dann fahren wir einfach Offroad. Fahren wir jetzt ein... Oh Gott. Ist das richtig, was wir hier machen? I don't think so, aber... Fahre in das Portal. Ich versuch's, wenn das Auto mich lassen würde. Und ich so kreuz und quer fährt. Ist das unser Portal? Müssen wir hier rein? Ich glaube ja. Wir haben's ins Portal geschafft. LOL, und jetzt bin ich hier wieder bei meiner Werkstatt. Oh, well. You're alive. We're certain if the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Mm-hmm. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? Ja, ist ja okay. Brich Hinterzimmertür mit einem Impulshammer auf. Okay. Na dann, wenn du sagst, ich soll das damit machen. Erweitere deine Reichweite im Sperrgebiet. Baue eine Antenne mit der Fertigungsmaschine im Hinterzimmer zusammen. Okay.
Installationskit. Ach, jetzt muss ich nach oben auf dem Dach, oder was? Okay, cool. Cool, ey, jetzt kann ich eine Antenne bauen. Ist natürlich nice. Kann ich denn ein bisschen mehr mit den Leuten kommunizieren? Bringe die Antenne auf dem Dach an. Okay, machen wir. Okay, geil. Antenna signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Ja, nice. Baue eine Handbremse ein. Ich kann ja, das wäre schon schön mit einer Handbremse. Ich drücke mal den falschen Knopf. Das ist unmöglich. So, wo ist denn jetzt hier eine Handbremse? Primitive Platte, primitive Stoßstange. Handbremse. Okay, wie mache ich das? So? Hallo? Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. Ich werde den Platz brauchen, ja, so. Also ich glaube auch, dass ich den Platz brauche. Ach du Heilige, ich habe richtig viel Materialien. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Cool. Das heißt, wir packen das Ding jetzt hier in den Spind rein, oder was? Ja. So, jetzt ist nur die Frage, sortieren wir hier drinne um oder nicht? Oder schmeiße ich jetzt erstmal alles wahllos rein? Ich bin ja ein Freund von wahllos reinschmeißen. Ich weiß, der Stevie beispielsweise nicht. Der liebt ja solche Spiele, wo er hier Stuff durchsortieren kann. Ist ja so gar nicht meins. Ich bin derjenige, der einfach wahllos reinschmeißt. Warte mal, ich glaube die Flash-Dinger... Weil hier zum Beispiel, ne? Also wenn wir jetzt das nehmen und sagen, wir wollen das Ding jetzt hier zum Beispiel verschieben. Ne? Weil ihr seht ja jetzt hier unten, wir haben ja jetzt hier unten zum Beispiel Platz. Ne? Der Stevie ist dann zum Beispiel jemand, der das dann umsortiert, weil er die Sachen dann dreht, um natürlich platzsparend zu arbeiten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier sowas nehme und sage, neu anordnen und möchte das Ding irgendwie drehen, dann bastelt er das quasi hier hin. Ne? Macht ja auch irgendwo Sinn, aber ey, es ist für mich halt, ich hasse sowas. Also, ernsthaft. Ich mag das gar nicht. Für mich wäre so eine automatische Sortierung wäre für mich einiges einfacher. Aber so hat jeder seine Schwierigkeiten, ne? Also jeder hat dazu seine Vorlieben. Für Stevie wäre das hier wieder geil. Für mich nicht. Für mich ist es einfach nur, es hält mich halt auf. Suche Müllcontainer um dir etwas... Was mir etwas beim Ausladen des Kofferraums hilft? Wait. Was könnte mir denn beim Ausladen des Kofferraums helfen? Noch eine Kiste. Ein Transportkoffer. Wie nice ist das denn? Kann ich den irgendwo? And we're patched. Everything's in working shape, more or less. Ja, ja. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look. Nein! Peeping through my garage. Jetzt, wo es interessant wird, ist die Demo vorbei? Oh no! Vielen Dank, dass du diese Vorschau von Pacific Drive gespielt hast. Du kannst keine weitere Fahrt starten, aber immer noch die Werkstatt und den Routenplaner erkunden. Oder ein Fahrzeug auf der Teststrecke hinter der Werkstatt ausprobieren. Speicherstände aus dieser Vorschau werden nicht mit der veröffentlichten Spielversion kompatibel sein. Schade. Wir hoffen, du hattest Spaß während deiner Zeit in der Olympic Exclusion Zone und kehrst bald für die vollständige Spielerfahrung zurück. Ja, nice. Mir hat das Spiel wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich werde definitiv dieses Spiel auf jeden Fall spielen. Ich hoffe, ihr hattet heute bei der kleinen Demo und bei dem kleinen Ersteinblick auch ein bisschen Spaß dabei. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das auch interessant fandet. Ansonsten sehen wir uns gerne wieder bei einem nächsten kleinen Projekt und bis dahin sage ich erstmal reingehauen.